des Tages sowas von erschöpft, obwohl sie fit sind. Ja, war einfach, ja, weil sie einfach. Das müssten eigentlich dann. Ich kann nichts mehr dazu sagen, also. Das ist schon erstaunlich. Selbst und ständig. Ständig und selbst. Also selbstständig möchte ich mich nicht mehr machen. Also nicht in der Gastronomie, wo ich damals war, als Geschäftsführer von der Kantine und Gulaschkanone im Catering Service. Das war echt, hat mir Spaß gemacht, aber zeitlich war es der Horror. Ich war wirklich 7 Tage wirklich nur am Tun und Machen. Und das Tag und Nacht. Ich bin 22 irgendwann, 22 Uhr ins Bett irgendwann gefallen und um 4 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr, meist 3 Uhr aufgestanden, damit ich dann 4:30 Uhr anfangen konnte zu schnippeln, damit ich dann 5:30 Uhr fertig bin mit Schnippeln und die ganzen Maschinen anmachen konnte. Ein bisschen Gulaschkanone, Küche, alles Mögliche. Und dann, ja, was soll ich sagen? Jeder Gastronom weiß ganz genau, was ich meine damit. Damit man dann von 5:30 Uhr dann um 7:30 Uhr komplett mit allen fertig ist. Damit dann 8 Uhr die Abholung stattfinden kann. Und damit man immer noch eine halbe Stunde Karenzzeit hat, wenn irgendwas schief geht. Und ab und zwischendurch hat man ja auch noch Aufträge gehabt, zum Beispiel mal 300, 400 Brötchen fertig machen für eine Reisetour, alles Mögliche. Ja, da musste man das Personal vor Ort immer noch einweisen und solche Sachen, dass die das dann alles meistern. Die meisten wussten das dann ja selber. Aber gut, also, was soll ich sagen? Es hat funktioniert, aber es hat ganz schön geschlaucht. Es hat wirklich geschlaucht. Und deswegen keine Selbstständigkeit mehr. Auch hier im grafischen Bereich, Videografikbearbeitung, Selbstständigkeit, ist man nur am Tun und Machen. Weil man muss ja irgendwie seine Kundenaufträge dann auch irgendwie rechtzeitig fertig kriegen und die Preise werden ja auch immer geringer, weil die Wirtschaft ja immer beschissener wird. Dank unserer grünen Propaganda. Ja, was soll's. Na, ich kann nicht mehr zu sagen. Ich bin froh, dass ich jetzt in Minecraft spiele. Bin immer noch auf Jobsuche. Hatte ja zwar letztes Jahr schon einen Job, aber durch die Wirtschaftskrise ist das Ding komplett eingebrochen. Und ich habe mich total geärgert darüber, weil ich habe mir so viel Mühe gegeben. Hat alles funktioniert, hatte schon was in der Tasche und auf einmal Wirtschaft im Arsch. Weil ja unser geliebter Kinderbuchautor meinte, er müsste mal wieder alles besser wissen und die Firmen am Rande ihre Existenz bringen. Ach, dieser Idiot. Immer 3 Stück. Genau. Ja, hier mache ich mal die Fenster rein. Genau. Warum nicht? Hier. Ja, also ich bin etwas genervt. Jetzt war ich bei 2 Jobmessen gewesen. Habe mir da mal ein bisschen Werbung gemacht. Habe da einiges mitgenommen. Ich habe die eine Liste schon abgearbeitet heute. Die dritte Liste sind dann die Flyer und das Material, was ich mitgenommen habe von den Messen. Und die will ich dann auch abarbeiten. Allerdings, ja, jetzt die nächste Zeit. Ich muss erstmal die E-Mails erfassen und so weiter. Der Text ist auch schon fertig. Copywriting habe ich auch schon alles fertiggestellt für den Text, damit mir den nicht wegnimmt, weil das ist eigentlich so eine Art Werbetext als Bewerbung. Also Bewerbung kommt ja von Werbung. Wenn ihr das noch nicht, wer das noch nicht wissen sollte, also man muss sich immer präsentieren nach draußen. Viele Firmen suchen aber den Bereich jetzt nicht, weil eben die Marktlage alles andere als schönes. Vorsichtig ausgedrückt. Jo. Und ja, ich werde jetzt hier so einen ganzen Berg machen von den 2 Messen. Das eine war im Estrel, Berlin. Und das andere war im Rathaus, Berlin.
Und die nächste ist im Olympiastadion Berlin. Da freue ich mich schon drauf. Olympiastadion, oh Gott, das wäre, da war ich bestimmt doch irgendwann Anfang Mitte der 90er drin, vor über 30 Jahren, wo ich noch ein Junge war. Ja, ist schon erstaunlich. So, und jetzt erkennt man auch die Mitte, weil ich kann jetzt hier überall die Fackeln hinstellen. Und muss jetzt mal gucken, kann ich denn auch hier drinnen in diesen Säulen. Das so reinstellen, ich weiß es gar nicht. Ich möchte mal schauen, wie weit ich hier komme. Ein Teil des Rasens habe ich fertig. Das mit dem Rasen dauert hier echt am längsten. Diese Grundfläche hier fertig machen. Weil ich habe das in der Luft gebaut und so weiter. Ich habe mir auch schon bei einem Raumschiff gedacht, wie ich das mache mit Eisblöcken, also mit Eisblöcken. Und dann mache ich einmal mal eine Fackel rein und dann zerläuft das alles zu Wasser. Wäre ja eine Möglichkeit. Und ja. Damit ich nicht immer alles abbauen muss, dann lasse ich einmal nur ein bisschen Wasser ab und dann läuft das alles runter. Sag mal. Sorry, das war nicht mit Absicht. Meine Maus hat manchmal heute irgendwie so einen kleinen Spinner, vorhin auch schon. Aber die Maus ist jetzt auch schon 5 Jahre. 5 Jahre? 2019. Als ich mir einen anderen Rechner geholt habe. Also nicht den, sondern den anderen. Jo. Gut. Hier hatte ich ja keine Zwischenteile, deswegen hatte ich die Fackeln ja hier draußen gemacht. Genau. Aber hier lohnt es sich quasi, die Fackeln hier an das Ding zu setzen. Also hier, warte mal. Genau. Genau, so kann man es machen. Okay, jetzt ist Fackelzeit. Okay, das ist eine halbe Stufe. Das heißt, ich muss hier. Und dann können wir uns das im Dunkeln mit der Beleuchtung mal angucken, wie das denn aussieht erstmal. Das wäre ja erstmal so eine Option. Ach, das passt zu dieser kleinen Sandburg da unten. Das passt irgendwie total. Dass das hier so eine räumliche Nähe hat mit dieser inneren Pyramide. Mal, hier ist alles unsymmetrisch, das ist doof. Da irgendwas hier ranzumachen, das würde nicht passen hier. Bei den Fenstern. Also lasse ich die Säulen mal außen vor mit Fenstern und mache einfach nur das mit den Fackeln. Genau. Ich bin ja gleich durch, dann schauen wir uns das mal an. Und dann heißt es gleich noch einkaufen gehen und so weiter. Weil meine Tochter hatte gestern ihre Trinkflasche ausgepackt. Irgendwo. Hat die auch nicht zurückgepackt. Und ich war die ganze Zeit genervt von ihrer Freundin, die alle 2 Meter gesagt hat, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich bin doch so kaputt. Mit 4. Und meine Tochter ist da rumgerannt wie eine Weltmeisterin. Ich war wirklich genervt, habe ich ganz vergessen. Meine Tochter hat ja irgendwo noch eine Trinkflasche gehabt. Ja, sieht das aber irgendwie. Da hat irgendwas. Mit dem Geländer. Dann möchte ich aber hier noch so eine Art Außenbereich hier hinbauen. Das bedeutet, ich muss mal gucken. Von der Höhe her müsste das ja passen. Ja. Aber ich würde mir eher die halben Stufen vorstellen. So, ich mache mal jetzt so als Beispiel eine Reihe. Eine Reihe mache ich jetzt mal. Aber erst, wenn ich ausgeschlafen habe. Ist ja schrecklich hier. Bevor wieder was ist, Hände nach oben, bevor das Ding wieder abstürzt. Super. Wir schauen uns das mal als Beispiel an. Ich konnte schlafen, obwohl hier Monster sind. Ist Minecraft krank? Gestern auch meine Amy, unsere Katze, die sonst immer total kinderscheu ist. Und hat
wo meine Tochter gespielt hat.